Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofurie. Heute mit dem Toyota Corolla 2.0 Hybrid als Fünftürer und viel wichtiger mit unseren Langzeiterfahrungen dieses Hybrid und dann im weiteren Verlauf, das habt ihr euch extra gewünscht, auch noch ein Vergleich mit dem Mazda 3 Sky Active X. Vorher noch aber ein paar nette Worte vom Sponsor des heutigen Videos, HDI Versicherung. Das Ende des Jahres naht und damit startet die Wechselzeit für eure Kfz-Versicherung. Das heißt, ihr solltet euch jetzt fragen, was bietet mir meine Versicherung überhaupt und gibt es eventuell bessere Konditionen bei anderen Versicherungen. Dazu der Tipp, einfach mal nachzuschauen, wie Themen wie Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit, Neuwertentschädigung oder aber auch Tierbiss inklusive Folgeschäden abgesichert sind. Und natürlich die große Frage, ist die generelle Versicherungssumme überhaupt ausreichend hoch genug? Mehr Infos dazu findet ihr unten über den Link in der Infobox. Steigen wir noch ganz kurz mit dem Design ein. Sehr schnittig, sehr aggressiv, vor allem sehr auffällig und das auch schon hier in dieser schwarzen Lackierung. Wir haben die Club-Ausführung mit zwei Änderungen, die so eigentlich nicht hier sein sollten, aber dementsprechend auch die Bi-LED-Scheinwerfer. Die Matrix-LED-Scheinwerfer gibt es dann erst mit der Lounge-Ausführung. Aber insgesamt ein sehr aggressives Design, egal in welcher Farbe man ihn wählt. Hier drunter steckt, wie gesagt, der 2.0 Hybrid, das heißt der größere Hybridantrieb mit 180 PS Systemleistung und einer Nickel-Metall-Hydrid-Batterie. Der kleinere, vielleicht auch ältere 1.8 Hybrid hat schon die neuere, leichtere und vor allem leistungsfähigere Lithium-Ionen-Batterie. Und mit der Club-Ausführung sind dann auch diese 17 Zoll Felgen mit dabei. Dann muss man hinzufügen, dass der Corolla als Fünftürer schon einer der größeren Modelle in der Kompaktklasse ist, was allerdings primär dem Design zuzuschreiben ist. Das heißt, ihr seht hier das Heck sehr ausladend, auch vorne die Front sehr ausladend und dann haben wir hier vom Kofferraum 313 Liter und knapp über 1000, wenn man alles umklappt. Aber, und das ist eben so der Punkt, der uns jetzt hier in diesen zwei Wochen bewusst wurde, praktisch ist der Corolla 2.0 Hybrid als Fünftürer nicht wirklich, denn das hier ist Ende. Wir haben hier drunter im Prinzip keinen Stauraum mehr und man merkt dann auch relativ schnell durch die Form, dass man nicht wirklich als Umzugshelfer damit geeignet ist. Das heißt, für alle, die wirklich was damit erreichen wollen, die damit wirklich was transportieren wollen, denen ist der Touring-Spot zu empfehlen. Denn praktischerweise geht hier eigentlich mehr oder weniger nur mal ein kleiner Einkauf rein und alles, was dann darüber hinausgeht, dafür muss man sich dann schon einen größeren Mietwagen besorgen. Kommen wir zum Fond und damit vielleicht auch dem größten Downside des Corolla Fünftürer. Einstieg habt ihr schon gesehen. Bequem ist anders und hinter meiner Fahrerposition von 1,80 Meter ist auch nicht mehr allzu viel Platz, knapp ein Drittel Finger. Das heißt, wenn hier ein größerer Fahrer sitzt, ist hier hinten wirklich Ende. Dann Kopffreiheit ist aber wirklich ausreichend, über vier Finger Platz. Also das hier, glaube ich, ist genauso wie der Kofferraum eigentlich so eine ganz klare Trennung. Möchte man mit diesem Corolla mehr alleine sein oder hat man eine Familie und sobald man eigentlich mehr als eine Person ist, führt nicht wirklich was am Touring Sports vorbei. Eigentlich haben wir die Club-Ausführung, aber es gibt ein paar Details, die sollten hier so gar nicht drin sein. Unter anderem eine der am schlechtesten zu erreichenden induktiven Ladeschalen. Das heißt, wenn man hier mit dem Telefon irgendwie ran, bleibt man immer irgendwie hängen. Daneben ist noch ein USB-Anschluss. Die sollte eigentlich in der Lounge-Ausführung drin sein. Genauso das DAB-Radio, was wir hier haben. Aber ansonsten ist es so, wie Club sein sollte. Das heißt, sagen wir mal Sitzheizung, Stoffsitze, mehr dazu dann während dem Fahren, zwei Cupholder, hier nochmal eine Ablage und ein 12-Volt-Anschluss, dann analoge Anzeigen und in der Mitte ein kleines digitales Instrument. Der Touchscreen ist so immer mit dabei. Navigation kostet immer Aufpreis, es sei denn, man hat die Business Edition, dann ist die Navigation mit bei und hier der Club zugehörig, die Zwei-Zonen-Klimaanlage, die auch eine Eco-Steuerung hat und auch relativ angenehm eigentlich so die Luftverteilung im Raum regelt. Was abschließend die Verarbeitung angeht, hat sich Toyota echt gemacht. Auch insgesamt das Design wirkt im Vergleich zu davor oder auch generell Toyota-Modellen davor deutlich frischer, deutlich angepasster, deutlich moderner. Lenkrad könnte ein wenig dicker sein, ist aber an sich auch gut verarbeitet. Dann hier oben sehr weiche
Materialien, hier ein Kunstdekor, dann hier auch wieder alles leicht mit Kunst beledert und dann wird es erst mit dem Handschuhfach, das auch gut was wegstecken kann, kommen wir wieder zum harten Kunststoff und dann auch geht das Ganze hier runter bis zum Teppich. Insgesamt hat nichts geknarzt oder nichts gewackelt und wie gesagt, es ist ein deutlicher Sprung zu dem, was Toyota noch vor ein paar Jahren abgeliefert hat. Also das kann sich hier wirklich sehen lassen. Auch die Ablagen in den Türen sind relativ gut erreichbar, wo man dann eine große 1 Liter Flasche und noch ein bisschen mehr verstauen kann. Starten wir rein mit dem Fahreindruck des Toyota Corolla 2.0 Hybrid und damit primär ja eigentlich auch mit unseren Langzeiterfahrungen mit dem Antrieb. Ein, zwei Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben in diesem Zeitraum, das ist unter anderem mal die Lenkung, die für mich ein bisschen zu leichtgängig ist und manchmal auch ihre Übersetzung scheinbar ändert. Also wenn man eine Kurve hält, dann ist es manchmal so, dass man irgendwie korrigieren muss, obwohl man Geschwindigkeit und Lenkwinkel genau gleich hält und da ist irgendwas am Arbeiten. Dann, wie gesagt, zu leichtgängig, könnte auch nur ein bisschen sein. Auf der anderen Seite wiederum, was man damit ja eigentlich erreichen will, ist eine relativ gute Fahrbarkeit in der Stadt. Der Wendekreis ist gefühlt massiv groß. Also teilweise sind Fahrzeuge der Mittelklasse und noch größer deutlich wendiger als dieser kompakte Toyota hier. Was mir aber gut gefällt, ist auf Basis der neuen Plattform das Fahrwerk. Und wir haben ja hier noch nicht diese Multimode-Federung, sondern einfach das Fahrwerk, was generell im Corolla steckt. Das ist sehr direkt, hat aber auch ausreichend komfortable Features mit drin. Also das ist ein sehr schöner Mix aus schneller Reaktion, quirligem Fahrverhalten, aber trotzdem einfach noch der ausreichenden Form von Komfort. Mit dem Hybridantrieb so auf Dauer waren wir sehr zufrieden. Zum einen mal finde ich, unten heraus tritt der unglaublich quirlig an, eben durch den Motorgenerator von 202 Newtonmeter Drehmoment und das wie gesagt immer so ab Null, also für die Stadt ist es wirklich eines der idealsten Fahrzeuge. Das heißt, auf der Autobahn muss man sich dabei nicht verstecken und keinesfalls durch den größeren Motor einen hohen Spritverbrauch fürchten, denn mit 5,1 Liter ist das mehr als vertretbar gewesen. Klar, die großen Vorteile hat dieser Hybridantrieb, genauso wie der kleinere Hybridantrieb, ganz klar in der Stadt. Sieht man dann auch im Verbrauch mit 3,6 Litern, wenn alles warm ist. Wenn es kalt ist, also heißt der Kaltstart quasi, dann muss man so 4,6 Liter rechnen, aber die auch nur relativ kurz, denn das Ganze wird sehr schnell sehr gut erwärmt. Was dabei auf der Autobahn allerdings auf Dauer etwas störend ist, dass die Sitze nicht ganz so auf die Langstrecke ausgelegt sind. Also für kurze Strecken sind sie angenehm, aber sobald man ein bisschen länger drauf sitzt, dann wird es einfach zumindest mal für mich etwas unangenehm. Dann gab es bei der initialen Vorstellung ja so ein paar Ausstattungsproblemchen, nenne ich es mal, weil wir eine EU-Version und keine deutsche Version hatten. Das Head-Up-Display soll ja jetzt mit dem Modelljahr 2020 kommen, aber ich bleibe dabei. Ich fand es nach wie vor einfach nicht so schön und ich würde es mir persönlich auch nicht bestellen, beziehungsweise nicht die dafür notwendige Ausstattung bestellen, denn das TFT-Display, was wir hier haben, bietet eine sehr gute Übersicht und es ist auch vom Winkel her nicht ganz so weit unten wie andere Displays beispielsweise. Was ich aber ganz klar vermisst habe über diese zwei Wochen, ist einfach die Smartphone-Anbindung. Das heißt, Apple CarPlay bzw. Android Auto fehlt mir hier drin einfach. Soll auch mit dem Modelljahr 2020 kommen. Bei diesem Vollhybrid spricht man ja auch von einem alternativen Antrieb. Und über diese gesamten zwei Wochen hat sich irgendwie herauskristallisiert, er ist mehr als nur eine Alternative. Also er kann deutlich mehr mitmischen im Alltagsverkehr und es gibt auch eigentlich keine Einschränkungen, wie zum Beispiel mit dem kleineren Hybrid, den ich primär für Kurzstrecken und für die Landstraße vielleicht empfehlen würde. Und wenn es dann doch in Richtung Autobahn geht, dann hat man mit dem hier zwar immer noch einen kleinen Kompromiss, aber man vermisst definitiv nicht irgendwie einen größeren Turbomotor, weil man eben auf anderer Seite so effizient damit unterwegs sein kann. Das heißt, auch insgesamt verwöhnt er mit einer relativ guten Geräuschkulisse. Das heißt, klar, wenn der Motor einmal hochdreht, dann wird es etwas lauter. Aber sehr schnell danach folgt ja das Abschalten des Motors, des Verbrenners und dann geht alles nur noch über den Motorgenerator, das heißt elektrisch für diesen Moment und dann ist es einfach schon sehr schön leise. Zugegebenermaßen haben aber die Reifen doch schon noch mal teilweise je nach Fahrstrecke
herbe Abrollgeräusche. Und auch wenn wir in Richtung Autobahngeschwindigkeiten gehen, haben wir doch kräftige Windgeräusche, vor allem hier an den herausstehenden Außenspiegeln. Für alle, die wegen dem 2.0 Hybrid aufgrund der Schaltwippen hier überlegen, lasst das mal. Also ehrlich gesagt, für all diejenigen, die Schaltwippen möchten, kauft euch ein normales Auto, keinen Vollhybriden. Also die bringen relativ wenig. Dann, was die Assistenten angeht, viel Gemeckere beim Camry zugegebenermaßen. Hier sieht es deutlich besser aus. Die Verkehrszeichenerkennung ist deutlich zuverlässiger. Ich würde sagen so bei 80-85%. Sie hat manchmal so kleine Fehlerchen, insbesondere dann, wenn das Wetter schlechter wird. Aber im Großen und Ganzen sah alles sehr gut aus. Auch der Lichtassistent hier bei den Bi-LED-Scheinwerfern war relativ zuverlässig. Es gab ein, zwei Momente, wo ich sagen, der hätte vielleicht ein bisschen früher reagieren können, aber an und für sich war das alles ganz in Ordnung. Besonders gut war beispielsweise die Auffahrwarnung, also wo hier wirklich dann groß aufkommt auf Rot, Bremsen. Das hat sehr zuverlässig funktioniert. Dann schauen wir uns mal kurz den ACC an und das auch mit Spur. Verlassenswarnung bzw. dem dementsprechenden Lenkeingriff oder auch nicht. Und einmal Tempomat an, hier ist übrigens 100, auch wenn er gerade sagt, hier sei 50. Dann wieder mit dem Spurhalteassistent mit drin. Und wir lenken mal ein bisschen ganz leicht gegen die Kurve. Er piepst, reagiert allerdings leider nicht selber von sich aus, sondern sagt nur, wir haben die Spur verlassen. Was er allerdings macht, jetzt auf das Mofa aufbremsen. Also nicht ganz schlecht der ACC, denn so ein Mofa fährt ja sehr weit rechts und ist auch nicht gerade groß. Innerhalb dieser zwei Wochen hat uns beim Corolla vor allem der Antrieb gefallen und vor allem die Effizienz, die er mit sich bringt und auch die Ruhe. Es gab ein paar Kritikpunkte und die sind vor allem darauf zurückzuführen, dass man, wenn man im Alltag einfach mehr braucht, mehr an Platz braucht, dann ist es ein ganz klarer Punkt, in Richtung des Touring-Sports zu gehen. Und das war's auch schon mit unserem Erfahrungsbericht des Corolla 2.0 Hybrid als Fünftürer. Hat euch das Video gefallen? Hat euch das eventuell sogar bei der Kaufentscheidung noch einmal etwas geholfen, da ihr gesehen habt, im Alltag ist er nicht wirklich ganz so praktisch und der Touring Sports macht da einiges besser. Also die Kombi-Variante des Corolla, die es ja genauso mit dem 1.8 oder 2.0 Hybrid gibt. Abschließend noch der Hinweis, der Vergleich der beiden Motorisierungen Active X und 2.0 Hybrid, der wird noch folgen. Es dauert allerdings noch ein wenig, also noch ein wenig Geduld. Ansonsten diskutiert schon mal drauf los. Wir mischen wie immer gerne mit und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.